Heftige Explosionen, Druckwellen erschüttern die Krim von Stefanie Mank. Auf der Krim soll es erneut Explosionen gegeben haben. Kurz zuvor hatte Gouverneur der Krimstadt erklärt, ein ukrainischer Drohnenangriff sei von Luftabwehr abgewehrt worden. Nach offiziellen Angaben hat die Luftverteidigung mehrere Drohnen von ukrainischer Seite abgeschossen. Auch Matrosen Schwarzmeerflotte hätten in der Bucht Hafenstadt auf die Drohnen geschossen, sagte Gouverneur Michail Rasvozhajev in Sevastopol. Drei Objekte wurden abgeschossen. Die Druckwelle der Explosionen zerschmetterte Fenster an mehreren Gebäuden. Kriegsschiffe wurden nicht getroffen, sagte der Gouverneur. Die Ukraine hat mehrfach angekündigt, die 2014 annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim von der russischen Besatzung zu befreien. In verschiedenen Teilen der Halbinsel kommt es im Zuge des Angriffskrieges Russlands gegen das Nachbarland zu Zwischenfällen mit Drohnen, teils mit schweren Schäden, Verletzten und Toten. Russland sieht sich gezwungen, die militärischen Anstrengungen zur Verteidigung der Krim deutlich zu verstärken. Steht die Wende bevor? Ukraine geht in die Offensive. Der oppositionelle weißrussische Nachrichtensender Nexta berichtete auf Twitter, in der von Russland besetzten Hafenstadt Sewastopol seien Explosionen zu hören gewesen. Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte die Ukraine erklärt, sie habe bei einem Angriff auf den Bahnknoten Jankoi russische Hyperschallraketen zerstört. Eine Sprecherin des Südkommandos der ukrainischen Armee wies darauf hin, dass Kiew es für wichtig halte, Russlands Logistik zu erfüllen. Vor allem in Russland werfen Vorfälle immer wieder Frage auf, wie gut schwer bewaffnete Halbinsel Moskau 2014 annektierte. Tatsächlich geschützt ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky strebt jedenfalls die Rückeroberung der Halbinsel an. In seiner abendlichen Videoansprache betonte er noch einmal, dass bald wieder die ukrainische Flagge über der Krim wehen werde. Ziel der ukrainischen Armee? Imago Konstantin Michalschewski wieder Explosionen auf der Krim. Rückeroberung beginnt. Erstmeldung vom 21. März. Jankoi. Auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim ist es offenbar erneut zu Explosionen und Schüssen gekommen. In den sozialen Medien kursieren mehrere Videos, die den ukrainischen Angriff in der Nacht zum Dienstag zeigen sollen. Die Ukraine meldet einen erfolgreichen Angriff auf das Militär. Es gelang ihr, russische Raketen zu zerstören, die für die Schwarzmeerflotte bestimmt waren. Der ukrainische Geheimdienst erklärte aggressiv, der Angriff werde den Prozess der Entmilitarisierung Russlands fortsetzen und die Krim auf die Endbesetzung vorbereiten. Die Ukraine meldet einen Angriff auf einen mit Waffen beladenen Zug. Die Explosionen ereigneten sich offenbar in der Stadt Jankoi im Norden der Krim, einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt, über den die russische Armee die besetzte Halbinsel mit Nachschub versorgt. Unbestätigten Informationen des ukrainischen Verteidigungsministeriums zufolge hat die Ukraine einen Militärschlag gegen einen Zug mit russischen Raketen durchgeführt. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes handelt es sich um Kaliber-Hyperschallraketen. Russland versorgt seine Armee auch in den besetzten Gebieten Cherson und Saporischja über die strategisch wichtige Eisbahnlinie bei Jankoi.
Nicht nur deshalb sehen Experten eine möglicherweise peinliche Geschichte für Russlands Armee. Russland bestätigt Drohnenangriffe auf der Krim, spricht aber von erfolgreicher Abwehr von russischer Seite gab es keine Bestätigung, dass russische Raketen zerstört wurden. Der russische Besatzungschef Sergei Askjunov bestätigte, dass im Tschankoi-Gebiet Flugabwehrsysteme aktiviert worden seien. Die Drohnen hätten die zivile Infrastruktur angegriffen. Laut Gouverneur Aksionov wurde eine Person durch die Trümmer eines getroffenen Projektils verletzt. Auch Häuser und ein Lebensmittelgeschäft wurden durch heruntergefallene Trümmer beschädigt. Der Verwaltungsleiter von Tschankoi, Igor Ivin, sagte, dass im Laden ein Feuer ausgebrochen sei. Russland wirft der Ukraine Rache vor. Ein Berater des Gouverneurs warf den ukrainischen Behörden vor, mit dem Angriff Russlands Annexion der Krim rächen zu wollen. März anlässlich des 9. Jahrestages der Annexion einen Überraschungsbesuch ab. Der russische Präsident war seit Beginn des Ukraine-Krieges nie näher an der Front gewesen. Rückeroberung der Krim als Knackpunkt im Ukraine-Krieg? Seit Beginn des Ukraine-Krieges war die Krim immer wieder Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Russland hatte Anfang März bestätigt, einen massiven Angriff abgewehrt zu haben. Im August 2022 kam es in Tschankoi zu einer schweren Explosion in einem Munitionsdepot. Auch damals gab es Verletzte. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Der Zugverkehr wurde mitten in der Touristensaison vorübergehend eingestellt. Damals übernahm Kiew die Verantwortung für die Anschläge. Auch andere russische Regionen im Grenzgebiet zur Ukraine beklagen seit Monaten Angriffe von ukrainischer Seite. In den Gebieten Berjansk, Kursk und Belgorod gab es Tote, Verletzte und schwere Zerstörungen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat erklärt, sein Ziel sei es, die Krim wie alle anderen besetzten Gebiete der Ukraine zu befreien. Doch ein Experte warnte kürzlich im Gespräch mit Merkur vor einer Rückeroberung der Krim. Putin könnte den Ukraine-Krieg dann noch weiter eskalieren.